Hi Leute! Riley! Ich bin back! Und ich darf euch heute mal wieder ganz gechillt begrüßen. Mit neben mir sitzt der liebe Kalistio. Er sagt in dieser Aufnahme nichts, weil er anscheinend müde ist. Und wir machen heute eine Overwatch Challenge. Und zwar geht es darum, dass wir nur mit der Waffe von Mercy schießen dürfen und nichts heilen dürfen. Es ist eine einfache Challenge, das liegt daran, dass ich scheiße bin. Und das ist scheiße. Ja. Ich lasse sie alle vorlaufen. Die laufen alle für mich. Oh, danke. Die sind alle für mich gelaufen. Danke. Heute haben wir euch zwei Stories zu erzählen. Kalistio, naja, er ist gerade auf Crack. Im Gegensatz zu mir. Und Kalistio denkt sich jetzt so, oh, scheiße. Hey, ich bin gut im Naming. Ich bin gut im Naming. Nicht. Kann man sich irgendwie selbst heilen mit Mercy? Nein. Ist ja low. Aber wir haben schon zwei Kills. Im Gegensatz zu meinen damaligen Aufnahmen. Die waren krass auf jeden Fall. Und fliegt Digga Aim. Was los, Digga Aim, ja? Ich bin. Ja, ich spüre die heilende Ruhe. So, ich fange jetzt mit der ersten Story an, Digga. Alter, block mich ab, Mann. Ich muss in den Spital. Mercy braucht Heilung. Ja. Also, es sind keine Stories, aber es sind Sachen. Die einfach passiert sind. Mein Ulti ist gleich soweit. Mein Ulti ist schon soweit. Und zwar bei der ersten Story, die ist mir passiert. Also, ich bin so ein Typ, ich kann sehr, sehr lange Handys behalten mit ihrem Screen halt, ne? Und, also, ich muss nie mein Handy oder so, mein Screen tauschen, also. Nicht. Und, ja. Digga, war ich einfach Joker oder warum habe ich die ganze Zeit so geschmatzt? Wir haben halt mit diesem Kollegen, der damals mal in unsere Aufnahme geplatzt ist, hier ein kleiner Ausschnitt. Junge, wir sind gerade in der Aufnahme. Wir haben mit dem halt einfach Battlefield gespielt. Und, der hat mich ein bisschen aufgerührt. Und, ja. Hatte halt meinen Controller zur Hand. Was macht man denn? Auf dem Bachelor natürlich. Also, ich lag in meinem Bett so ganz gechillt, ne? Lag ich in meinem Bett. Irgendwie so gar nichts Böses. Wie lange habe ich überlegt, Junge? Ich denke mir halt einfach gar nichts Böses. Nimm meinen Controller zur Hand und raste aus. Schlag ihn ganz leicht auf mein scheiß Bett. Let's get ready to rumble! Dünn, dünn, dünn. 4 verschiedene Punkte sind einfach kaputt gegangen. Ja, also ich hoffe mal. Ich habe diesen Videoschnitt gespeichert und wenn ja, dann blende ich ihn ein. Wenn nicht, dann schade. Dann war ich halt zu hinkommen, den zu speichern und ja, das war so eigentlich das, was ich sagen wollte. Wir machen jetzt noch den Angriff. Kalistio einfach, keine Ahnung, was mit dem los ist irgendwie. Er will seine Story nicht erzählen. Immer. Dann erzähle ich sie für dich, okay? Verstanden. Okay, dann erzähl du. Ich mach das Gameplay, du erzählst. Ich muss nah ans Mikro.
Also, wie ja jeder weiß, war ich im Urlaub und hänge hier nicht komisch an einem Mikro. Auf jeden Fall, ich war im Urlaub. Und ihr alle kennt ja wohl den YouTuber Izzy. Der hat momentan, glaube ich, so 900.000 Abos. Wir waren halt, ja, auf einer Insel. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass man mit einem YouTuber, mit einem deutschen YouTuber auf einer Insel im Urlaub ist. Generell schon im Urlaub. Und ja, dann war Izzy einfach mit mir im Urlaub. Und wir haben ein bisschen Fußball gespielt und so. Und das war die Story von mir aus dem Urlaub. Es ist irgendwie schon ein krasser Zufall, so auf einer Insel zu sein mit so einem YouTuber. So irgendwie so. Ey, Izzy, guck mal unser Video, ne? Auf jeden Fall. Ey, du hättest ihm seine Nummer klären müssen, Digga. Das wäre zu geil gewesen. Das war geiles Gameplay. Also die zweite Runde des Gameplays läuft nicht so krass. Entschuldige mich dafür. Aber, naja. Naja. Okay. Das war so ein etwas anderes Video als sonst, weil sonst ist es ja eigentlich so ein Spielvideo. Jetzt ist es Gameplay-Comment-Kack-Video. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Ärztliche Versorgung. Das ist eure gerechte Strafe. Legen wir los. Und ja, also ich fokussiere mich jetzt nur noch aufs Gameplay. Danke. Helden sterben nicht. Sorry, dass ich nichts sage. Liegt daran, dass ich so konzentriert bin. Weil ich versuche gerade ein gutes Gameplay raus. An der BTL kommt kein Push. Das verstehe ich aber nicht. Warum bekommen wir keinen Push? Junge, die Motivation fehlt uns. Wir bekommen kein Geld. Nee. Ohne Preis kein Fleiß. Einfach nass. Oder, Kali? Ohne Preis kein Fleiß, oder? Oh, das wird ein 1v5. Ach scheiße, Mann. Haben wir die erste Runde gewonnen? Ja. Jetzt kommt die dritte Runde, aber darauf hat natürlich keiner Bock. Außer ich blende jetzt Musik ein. Mache es ein bisschen schneller, weil wir haben gar nichts mehr anzusprechen. Wir sitzen hier einfach nur und das ist ein bisschen crazy. Ja, dann mach's gut. Lasst ein Like da. Wenn nicht, dann frisst euch Izzy auf. Und das war gerade richtig knuspertos. Kali, sag tschüss. Alles klar, wollten wir nicht wissen. Ciao.